nehme auf. Ja? Hm. Ich weiß jetzt auch. Hast du ja endlich den Play-Knopf gefunden? Ich guck gerade, ob ich es richtig fokussiert habe, aber ja. So? So. So ist, glaube ich, richtig. Ja, da wird man nicht so viel nachbearbeiten müssen, der arme Trupp. Au. Und mein Daumen puckert immer noch, ne? Wovon? Weil du mir ja die Dingens dagegen gekloppt hast. Was hab ich gemacht? Die Anhängerkupplung hast du mir dagegen gehauen. Am Arsch habe ich die dagegen gehauen. Nee, am Arsch nicht, an meinem Daumen. Wir haben da beide dran rumgerabt, Junge, nicht nur ich. Ja, und Baum war wieder nur... Ja, siehst du, da ist wieder der Beweis. Wenn man mit der unmittelbar zusammenarbeitet, tut man sich immer weh. Das ist so. Zeig mal her, die Weste, was hast du denn da jetzt? Eine Weste, wo ich nicht weiß, wie ich die überhaupt einstelle. Von 8 Fields. Von 8 Fields, ja. Ja, die ist für Dicke eingestellt, ne? Ja, Onkel Gruppi, ja. Alter. Also das ist eigentlich für unseren Juggernaut, ne? Das stimmt gar nicht. Den passt die nicht. Die ist zu klein. Ja. So, ja, dann warum machst du da jetzt schon so viel Gebamsel dran? Wir müssen die doch erstmal einstellen. Ja, dann mach doch mal. Zeig doch mal her. Ich mach das dann immer so. Warte mal, wenn ich jetzt hier so mache. So. Nee, so ist das. Die müssen auf, ne? Und dann müssen wir das neu verknoten oder so, ne? Ich kann echt nicht knoten. Ja, dann muss ich knoten. Ja, knote du und ich filme. Ja, erstmal musst du da aufmachen, die Knoten. Aber mein Daumen puckert. Nee, ist mir egal, los jetzt. Du Affe. Mein Daumen puckert. Ja, mein Daumen puckert wirklich voll. Ja, das sind so dicke Kackdinger, die kannst du auch kaputt schneiden. Hast du das schon gesehen? Die müssen Zacken aus der Krone gebrochen. Ich krieg's nicht scharf. Bin zu blöd. Ja, hast deine Chance verpasst. Ja, zu spät jetzt. Oh, ob du das jemals wieder hinkriegst. Ich nicht, du musst das jetzt knoten. Was denn? Ja, wir filmen hier. Vielleicht sollten wir mal sagen, was hier überhaupt Sache ist. Boah, Hannes ist nicht da und wir müssen uns jetzt einen abbrechen. Weil letztes Wochenende war eigentlich ein Video geplant, ne? Mhm. Und das hat nicht hingehauen. Und da war Hannes ein bisschen garstig. Not amused. Not amused. Der hat uns extra noch so ein Erklärbär-Video gemacht. Ja, zeig doch. Siehst du, das kannst du jetzt mal so eine halbe Stunde zeigen. Ja. Schön aufs Stativ stellen. Bitte, da steht das Aufnahmeformat. So richtig cool für Blödis. Ja. Am besten finde ich den Anfang hier, warte. Jetzt also das kurze Erklärvideo. Ich packe in die Tasche nur die Kamera, das 30mm Objektiv und das 50mm Objektiv. Hier unten den Drehfuß aufschrauben, dass hier eine Lücke entsteht, hier zwischen da Drehfuß. Da sogar noch eine PDF dafür erstellt. Und dann haben wir es nicht gebacken gekriegt, das Video aufzunehmen, ne? Super Sache. Deswegen sind jetzt auch schon wieder 2 Wochen Abstand zwischen den Videos, ne? Die 3 Gameplay-Videos hintereinander und dann sollte eigentlich jetzt morgen das nächste kommen. Also Freitag. Ist jetzt aber schon eine Woche später Freitag. Hm? Ja, jetzt binden. Hier. Läuft das noch? Oh, ja. Hallo. Es ist aber voll dunkel. Ja, ist okay. Yeah, Hannes Bildbearbeitung. Das. Ich weiß auch gar nicht, ist das denn scharf? Wo ist denn hier dieses blaue Raster? Jo, ich hab's dir schon quasi scharf gegeben. Hast du? Ja. Wie nah warst denn du weg? Wie nah warst denn du weg? Wie nah ich weg war? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ah, Hannes, Alter, du bist am Arsch. Mal ernsthaft, wo ist denn das blaue Gedöns hier? Ach, da! Alter, es ist ja ganz wenig blaues Gedöns. Ja, was machen wir noch heute? Alter, was haben wir für eine scheiß Einleitung gemacht? Wir fahren morgen nach Weeze. Da ist der Payday, unser Kumpel JP. Der hat das den Payday sozusagen mit organisiert. Und da stellen wir die schwarze Fraktion da. Also die... Wie heißen wir? Bob. Und dafür brauchen wir ein schwarzes Loadout. Deswegen... Neue schwarze Klamotten. Zusätzlich dazu wollte ich gerne noch meine MP7 endlich mal auseinanderbauen. Ihr habt ja am Gameplay gesehen, dass das Ding kaputt gegangen ist. Oh nein! Und
Jetzt will ich die mal auseinanderbauen und hoffen, dass ich die direkt reparieren kann. Das sollte dann das heutige Abendvideo füllen eigentlich, ne? Achso, ich will den Tracer umbauen, weil, falls euch das aufgefallen ist, die ist im Vergleich zu den anderen Gameplay-Videos, ist die im Vergleich zu den anderen Knarren vor allem sehr, sehr dunkel gewesen. Jetzt will ich das so bauen, dass ich mir vorne einen 14mm Negativadapter dran mache und dann den Mini X-Cortec Tracer da drauf schraube. Und dann sieht das insgesamt trotzdem ganz geil aus, wird nicht unbedingt länger als vorher und leuchtet dann wenigstens vernünftig. Das machen wir hoffentlich heute. Flo? Gebunden. Nee. Ja, damit. Ja. Ding, 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 ding. Das passt mir niemals. Zu eng? Das ist jetzt für einen Spieltag. Das sah ziemlich beklemmt aus, wie du eben den Klett hier vorne dran gemacht hast. Taschen dran. Wir haben keine Rakete mehr. Hier steht scheiß Becks rum und ein bisschen Krombacher da unten, aber Rakete ist leer. Wir fahren nochmal schnell los jetzt und holen Rakete. Michi! Es ist nicht kaputt! So, die Position merke ich mir jetzt. Die haben wir nämlich dann gleich mit Rakete in der Hand. Zack! Da ist er. So machen. So. Und dann. Bam, bam. Schön. Bin hoffnungslos am Schafen vorbei. Alter, gibt's hier irgendwas? Auf die Entfernung? Oh ja, so ist gut. Hätte ich die Blende vielleicht nochmal irgendwie? So wird's nur dunkler. Punkt da. Granate da. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob die vier Magazine dann reichen. Nee, wir sind nah am Respawn. Also. Nicht. Oh, die fette, schwere Storm willst du da. Mach die doch hier oben dann, ne? Ja, genau, und dann flechte ich mir so einen Gummibund in den Bart rein, dann kann ich den Spind gleich ziehen. Unten beiden. Ey, vor allen Dingen die hier, ne? Die sind stocke steif hier, die Dinger. Und dann, wenn du hier so einen Nietnagel hast, weißt du? Total wie im ersten Video. Ja. Kennst du das? Kennst du das, Hannes? Hannes, kennst du das, wenn ihr Fingernagel eingeritten hat und dann ist da so eine Tülle dran und jedes Mal, wenn er dagegen schlägt, sticht das? Was ist denn hier los? Ich bin heute auch nicht in der Stimmung, ne? Du bist heute echt geladen, ja. Ey. In der Werkstatt schon. Fandst du? Ein bisschen, ja. Minimalst ein bisschen. Oh Mann. Oh Hannes, ich hoffe, du kannst da ein bisschen was mit anfangen mit dem Krempel hier. Eine Menge Fantasie. Ich glaube, irgendwas schon. Wenn es nur so ein Vollpfosten-Video wird. Irgendwas schneidet er sich da schon zusammen. Und wenn nicht, dann schmeißt das halt weg und rastet wieder aus. Dann werden wir wieder gehauen. Eigentlich ist nämlich Hannes derjenige, der immer alle vermöbelt. Deswegen ist sein Codename auch The Machine. Ich mag das nicht mit dieser Tasche so, ne? Ja, was willst du denn machen? Dann hättest du rechtzeitig eine bestellen müssen. Ja! Ja, hast du nicht. Für einen Spieltag kann man damit leben, ne? Jo. Weißt du, wie du Hannes zur Weißglut bringen kannst? Hm? Geh doch einfach mit Autofokus. Nee, dann lassen wir mal. Kriegst nicht fokussiert. Voll das Geräusch. Da noch ein bisschen Feinstift nachher. Nur so ein bisschen Deko-Scheiß und so. Knick dich da nicht. Ja. Scheiß. Also den wichtigen Scheiß, ne? Jetzt bist du scharf. Dein Auge hat blau geleuchtet. Blau? Ja. Von diesem Scharfstell-Dings. Hm. Ja, gut, dann. Ich muss erstmal hier aufräumen, bevor wir hier die MP7 drauflegen können. Da hat mir irgendeiner draufgebrochen. Ich war wieder fleißig am Arbeiten. Überraschung, jetzt sitzen wir hier schon, alles aufgeräumt und ich weiß selber noch nicht, was da los ist und deswegen zerlegen wir die heute wieder mal. Und wie ihr seht, hat die einen ganz besonderen Paintjob bekommen. Wir haben den letztes Mal schon angeteasert. Der Pinselkrieg
Dem habe ich die Knarre hingeschickt und der hat mir hier mal so einen Nemesis-Paintjob drauf gezaubert. Also zerlegen und gucken, was Sache ist. Weil das hier ist definitiv nicht normal hier. Gut, machen wir so einen Zerlegen-Porn-Gedöns, oder was? Was? So einen Zerlegen-Porn. Alter, Hannes ist nicht da. Dass das nochmal kommt, ne? Dass wir hier ein Video drehen, obwohl Hannes nicht da ist. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich die MP7 nochmal zerlegen muss. Nein, wer hätte das ahnen können? Fick dich. Ey, kein Scheiß. Hannes wird mich killen, ne? So schlimm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Möchtest du eigentlich mal sagen, was sich da im Hintergrund so rumhängt? Ach so. Ja, auch links von dir. Was? Oh, ja stimmt. Das wisst ihr ja noch gar nicht. Ja, das muss ja erst endfertig werden. Dann kommt da ein Video zu. Ja. Aber das jetzt in Weze, da machen wir jetzt schon mal ein Testspiel mit der Guardian 2.0. Ich habe ja noch einen Upper Receiver gehabt und ich habe ja noch die Gas Blowback gehabt. Von der habe ich den Handguard jetzt hier dran gebaut und ich brauche ja noch die ganzen grünen Teile für den zweiten Upper Receiver und... Wenn das alles durch ist, dann kommt da nochmal ein Video zu. Aber so ist die mega leise gerade. Das ist krass. Das kommt später. Oh, ich hab Angst. Wie hör ich denn das? Ich weiß es nicht. Zerkratzt dich den Paintjob. Hab ich schon. Und Stefan, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich hatte Angst. Alter, vor allem, wenn ich überlege, die Scheiße wieder zusammenzubauen und alles. Ich glaube ja, wir brauchen Hannes bald nicht mehr. Ja, klar. Ey, ohne den wären wir so aufgespissen. Ja. Nein. Was war denn das? Oh nein, die Feder ist nicht mit drin. So. In welche Richtung ist denn die Feder geflogen? Hab ich die nicht letztes Mal schon verloren? Da ist sie wieder. Die Innerei. Und? Freust du dich? Ich find's ein bisschen traurig, dass ich den Tracer ausbauen muss. Warum? Wie, warum? Hast du mir eben nicht zugehört, oder was? Na, offensichtlich nicht. Spasti, ey. Jetzt hast du aber keinen Splint. Ach, die sind abgegangen. So, was hört sich jetzt hier so kacke an? Ich frage mich, allen Ernstes, wie Hannes stundenlang auf diesem Hocker hier sitzen kann. Du musst Hornhaut haben. Boing. Das hört sich ein bisschen eklig an, aber es arbeitet. Was war das denn dann? Aufschrauben. Ich muss die Gearbox aufschrauben. Schraube, Schraube. Feine Schraube. Schraube, Schraube. Schraube, Schraube. Dein angestrengtes, schmerzverzerrtes Gesicht immer gleich. Als hätte ich es nicht geahnt. Oh. Ja, da fehlt was. Und dementsprechend dann noch gleich die Gears passiert. Ach, scheiße. Ja. Ja, Leute, das tut mir jetzt aber leid. Das wird keine schnelle Reparatur. Guck mal, der kleine Mini-Ohrring, den hat's auch zerfetzt. Alter, ja. Oh, Mann! Scheiße. Ja, Mädels, so einen Pisten habe ich natürlich leider nicht mehr. Also bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als hier einen Cut zu machen, alles einzupacken, Pisten bestellen und dann kommt nochmal ein richtiges MP7-Video, wo es wieder nur um die MP7 geht. Vielleicht zeige ich euch auch dann meinen Tracer-Adapter oder sowas. Keine Ahnung. Ach Mann, das kotzt mich an, ne? Das kotzt mich so richtig an. Mhm. Ja, was willst du machen? Ne? Es ist halt ein lockeres Freitagsvideo auf dem Donnerstag. Ja. Muss bei der Guardian noch ein bisschen was umbauen. Da würde ich ein Sparta an Bord einbauen. Lass mich das mal einpacken. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene von der Firehawk. So, weißt du was? Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf die G&G. Ordnung muss sein. So, auch da habt ihr ja im Video gesehen, dass die mal zwischenzeitlich kurz einen Geist aufgegeben hat. Fuck. Also habe ich ganz viel hin und her probiert und habe vermutet, dass es an einem fast leeren Akku lag. Deswegen habe ich mir jetzt so einen großen Akku da reingemacht. Aber ich habe hier jetzt immer wieder Probleme und immer wieder macht zu kurz was oder macht nichts. Und dann wackel ich hier ein bisschen an diesem Stecker rum auf der Platine und auf einmal
macht sie wieder was. Und dann kann ich ganz so getrost schießen. Oder ich stecke dann den Schaft dran und auf einmal passiert wieder nichts mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass hier an der Buchse auf der Platine irgendwo ein Wackelkontakt ist, beziehungsweise dass der Stecker von Wolverine für den Arsch ist. Und weil ich jetzt gerade keine Lust habe und da auch nicht so gut drin bin, das nicht so gut kann, die einzelnen Litzen alle hier drauf zu löten, werfe ich das Ding jetzt raus und baue das in meinen Augen bessere Spartanboard da rein. Besser, weil das Problem fällt weg. Du hast nur noch ein Kabel, was nach hinten geht. Da muss der Akku dran und fertig. Das heißt, du hast keine FCU in der Stocktube. Du hast nur dein Akku und das war's so. Und wenn du jetzt siehst hier, meine Stocktube, da fängt das Fach erst hier an. Da ist einfach nicht genug Platz so. Und selbst wenn ich den Akku jetzt schon reinstecke, selbst mit dem kleinen Akku, war so viel Kabelgedöns hier hinten, dass ich meinen Stock gar nicht komplett reinschieben konnte, wenn ich das wollte. Deswegen kommt das Ding jetzt hier rein. Das hier mache ich auch erstmal ab. Das habe ich nämlich da drum gewickelt, als ich den Knick im Schlauch hatte. Boah, ey. Hä? Ich weiß nicht, wie Hannes das aushält, ne? Der sitzt schon nur auf seinen Arschknochen. Ja. Da ist ja nichts. Nichts, was polstert. Nur Knochen und Holz. So sieht das Ganze hier aus. So habe ich das irgendwann mal zusammengebaut. Jetzt hole ich mal das Spartanboard. So, das haben wir hier. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich weiß nicht, ob wir, haben wir das schon mal gezeigt? Nee, ne? Abzugstaster und FCU, alles auf einem kleinen Board. So, dass dann nach hinten durch nur noch ein Kabel gezogen wird. Für die Stromversorgung. Dwelltime und alles drum und dran, das wird alles dann einfach über Triggerbefehle. Wird das dann eingestellt, In Stufen. Ich mache das so, dass der Trigger hier schon ein bisschen vorbetätigt wird, sozusagen. Haben wir Sekundenkleber hier? Flo ist eingefallen, dass ich ja noch hier meinen 2-Komponenten-Kleber habe. So, jetzt klebe ich mir davon was drauf. Das ist Loctite 3090, nennt sich das. 2-Komponenten-Schrott. Ganz wichtig ist, ihr braucht für jede Anwendung braucht ihr neue Mischspitzen. Die sind ganz wichtig. Und dann könnt ihr sowas hier machen. Oh, fokussieren, Flo. Ja, ich fokussiere am Ring. Ja, warte. Ja? Ah, jetzt habe ich, glaube ich. Ja, so. Ja. Richtig schön dick drauf. Dadurch, dass es jetzt so dick ist, dauert es natürlich ein bisschen länger zum Durchtrocknen. Im Normalfall ist das innerhalb von 5 Minuten komplett hart. Und hier sowas ist auch wichtig. Guck mal da. Oh, jetzt willst du mich hier aber... Ja, jetzt stell ich dich auf die Probe hier. So. Das war zu viel. Warte. Da. Siehst du das? Warte. An der Stelle habe ich jetzt was aufgetragen. Das werde ich dann gleich noch so zurechtschleifen. Das wird jetzt mein Triggeranschlag. Das heißt, wenn ich den Trigger betätige, dann bevor ich den Taster hier durchdrücke und zerstöre, so wie es hier schon einmal passiert ist, habe ich hier den Anschlag schon geschaffen. Ja? Das heißt, ich kann so doll drücken, wie ich will. Ich kriege den Taster niemals kaputt, weil ich hier schon anliege mit dem Trigger. Das lassen wir jetzt trocknen und in der Zwischenzeit werde ich mich darum mal kümmern. Hier habe ich nämlich jetzt so einen verschraubten Anschluss unten dran gemacht, siehst du das? Und ich glaube, ich kürze den Schlauch minimal ein bisschen ein. Entschuldigung. Den Schrott wieder dran. Weil das hier, ne, das hält hier hundertprozentig. Das hält, das ist dicht, dann kommt keine Luft durch, da kann ich hier dann rumreißen und da passiert nichts. Das ist genau richtig für mich. Was? Brauchst du nur noch einen Stahlflexschlauch? Ja, genau. Das wär's noch, ja. Da oben sind Schrumpfschläuche, Flo. Kannst du mir lieber geben? Ich meine jetzt nicht das in deiner Hose. Schrumpfschlauch. Feuer. Oh, Feuer. Gasbrenner habe ich doch hier. Ist ja super. Das ging doch sonst immer so super. Ja, wie doof. Schlauch ist fertig, also Trigger. Eieieiei, geil. So, das kann ich jetzt richtig schön gerade abfeilen mit einer schönen Feile von Flo. Achso. Guck mal, ich schnitze mir so ein Messer zurecht. Wow. Wow. So, Leute, ich musste jetzt nochmal eine Spitze anfangen. Was ich vergessen habe, ich habe das sonst übrigens immer gemacht, tatsächlich. Die Stelle, die ihr damit bekleben wollt mit dem Zeug, müsst ihr vorher gut anrauen. Sprich, mit dem Messer zum Beispiel so x-förmig Kerben rein
und dann erst das Zeug draufkleben. So an sich, wenn ich das jetzt hier so dran halte, habe ich ein klein bisschen Abstand zum Taster. Und wenn ich hier hinten an meinen Trigger-Anschlag drankomme, dann ist der Taster schon betätigt. Das dürfte perfekt so sein jetzt. Also jetzt wieder alles zusammenbauen. Nichts vergessen. Hoffen, dass alles so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ja, Sicherung geht auch noch. Das ist auch wichtig, denn zu kontrollieren. Wie machen wir das denn eigentlich? Machen wir dann so einen ersten inoffiziellen Guardian 2.0 Porn? Mm-mm. Wie? Ne? Willst du denn drehen? Wir können alles auch drehen in Weze. Ja, natürlich machen wir einen Porn. Kann man so machen, ne? Ja. Herr Trigger ist das aber noch lange nicht. Oh. Gut, egal. Das ist okay so. Guardian ist wieder zusammengebaut. Hier der Abzugsweg. Kann man das sehen? Hält sich in Grenzen. Ja. Und die Funktionsweise bzw. die Einstellmöglichkeiten vom Spartan-Board zeigen wir aber euch beim nächsten Video von der Guardian 2.0. Das wird demnächst kommen. Jetzt geht's zum Bohren. Viel Spaß!